Sir Oren, Kimari told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I. I suppose. Anyway, I just wanted to say, Sir Oren, I thank you. Ich bedanke dir ziemlich viel, weil ziemlich viele Leute ständig. Do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated Sin, and all Bavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now he was dead. Now I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought Sin. Then, you appeared, Kimari. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared. Until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then, because that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go!" And you listened, Kimari. You stayed. Kimari, thank you. Thank you so much. Kommt jetzt für jeden was? Es dauert jetzt schon so lange. I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you. Growing up in Besaid. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No. I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play Blitzball, Waka. Zieht sich ein Kaugummi gerade. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Xanarkand Apes. You are. I am. Well, I'm glad. I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but. It's funny. So this is what it feels like.
It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Natürlich, was sonst? Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all, I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to? Okay, es war so ganz schön am Anfang des Ganzen. Ist ja erstaunlich. Das fand ich mal interessant. Also das Interessante an der ganzen Sache war es einzig. Also es waren jetzt 6 Minuten bla bla. Und thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Emo. Aber das Interessante war eigentlich gerade an der Stelle eben echt nur die letzten paar Sekunden, wo man sah, dass das eben wirklich direkt am Anfang aufgenommen wurde. Kurz vor die beiden dumm in den Sonnenuntergang gelacht haben. Das ist interessant. Also war sie sich ihre Gefühle schon sehr früh im Prinzip bewusst, auch wenn sie noch nicht benennen konnte. Aber ich denke mal, es geht eben genauso. Also das überrascht jetzt per se nicht so, aber ich finde es mal gut, dass es jetzt so gesagt wurde quasi. Ja. Erklärt auch, warum jetzt hier drin Dingens keine Nachricht bekommen hat. Riku, die war noch nicht da. Ganz einfach. So. Die bergige Landschaft entlang. Das ist auch die Stelle des Intros, bin ich der Meinung. Also des Menübildschirms quasi, wo alle stehen und am Lagerfeuer sitzen und er steht auf und sowas in Richtung bla bla. Müsste eigentlich. Das heißt, möglicherweise ist das der Ort, wo er anfängt zu erzählen. Und mit ein bisschen Glück, ich hoffe es sehr, ist nach dem Lagerfeuer quasi... Aha, man haben wir die Stelle auch schon. Der Erzählpart vorbei und es geht einfach normal weiter. Das würde ich sehr begrüßen, ganz ehrlich. Und es wäre auch an sich ein interessantes, stilistisches Mittel, dass man quasi diese Erzählung umschwenken würde, aber ich ahne, das passiert nicht. Wäre aber gut, wenn. Nächste Sequenz. Ach, da haben wir... Guck mal, das kenne ich schon vom Intro. Ob es ein bisschen böse, man es sofort weggegriffen hat eigentlich, wenn man das anguckt am Anfang. Ah, das Spiel hat viele Fehler. Viele, viele Fehler. Ja, genau das hier, 1:1 habe ich schon gesehen, obwohl ich das Spiel erst vor 40 Stunden angefangen habe. Was ist schon angefangen habe und da habe ich es schon gesehen, dass hier die Sequenz so. Also, naja. Listen to my story. This may be our last chance. Ja, ich hatte vielleicht recht. Ich hatte vielleicht recht. Oder Game Over, kann auch sein. Wäre noch besser. Wäre es das Ende, das Spiel. Juhu!
Ich fürchte, aber das passiert auch nicht. Hey, there was more, right? I mean, like that time. Anyone? I think. Yes? I think that we should stop. Maybe. For now. Weil es ja später noch so viele Möglichkeiten geben wird mit dir. Let's go. Echt jetzt, das war okay, noch nicht ganz. Doch, im Prinzip war es das doch. Oh, ich dachte, ich wollte gerade sagen, das war jetzt alles ganz schön lahm. Mir passiert jetzt nicht. Und dann kam noch eine Andeutungssequenz und dann war es aber auch nichts mehr. Es kann doch nicht sein, dass man. Die müssen wenigstens noch einen Kuss geben oder sowas. Ich meine, die haben sich auch schon geküsst. Es ist jetzt nicht so, dass hier was Neues wäre für die, oder? Ich meine, ach, meine Fresse, die. Ach. Ach. Es ist alles mal so. Antiklimaktisch das ganze Spiel hier. Also viele Sachen werden einfach in so Kleinigkeiten abgetan oder nicht abgetan, dass man denkt, boah, nee, Kopftisch, da müsste so viel mehr passieren. In Szene gesetzt, meine ich. Und ach. Ich bin jetzt quasi vom Ende des Spiels im Prinzip. Irgendwie zumindest vom eigentlich gedachten Ende, wenn man so möchte. Und was ist? Ich habe immer noch keinen Level 3 Sphero-Pass. Ah. Oh, das ist erstmal tragisch. Nimm das. Ui, schön. Ein bisschen Tradition machen hier. Weil ich glaube, ich brauche das gar nicht, um maximalen Schaden zu machen, weil es nehmen eh nur 9999 Schaden. So hoch, links, runter, rechts, ding, ding, ding. Ha! Habe ich geübt. Einmal. Komm. Mach schneller. Ja, hätte ich echt nicht machen müssen. Der Schaden ist. Einfach nur 9999. Das ist total nervig. Kimari muss dringend ran. Der muss nämlich ein bisschen XP sammeln. Ganz wichtig ist er mit jedem. Ach, guck mal, alle. Ach, guck mal. Das ist ja geil. Man hat alle Brecher auf denen, die man machen kann. Sehr gut. Der bricht die nur komplett down. Das heißt, Kimari muss in jedem Kampf XP sammeln, weil ich einfach möchte, dass er am meisten noch Angriff dazu bekommt. Weil er für meinen Geschmack einfach zu schwach auf der Brust ist, dafür, was er eigentlich darstellt. So einen fetten Ronzo. Random Ball, warte mal kurz. Ich übrigens kann nochmal erwähnen, ich habe, glaube ich, nichts bekommen an Items, an Waffen oder Verteidigungszeug, was mein aktuelles Inventar ersetzt hat oder so. Das ist ganz schön traurig. Also man bekommt echt keine guten Waffen oder so. Nicht großartig. Fällt mir gerade so ein, ich habe lange keine Albed-Sachen gesehen. Trisar ist auch sehr gut. Ich nehme an, ich habe auch keine mehr vor mir. Würde ich jetzt mal einfach denken. Aber ich habe auf jeden Fall die alle gefunden, das ist ganz klar. Ich meine, ich brauche sie ja auch. Ich habe ja genug, um das alles übersetzen zu können. Auch ganz gut im Fluss, wenn das irgendwie dann einfach kommt. Aber trotzdem, ich hätte es einfach gerne gehabt jetzt endlich. Nimm das. Ja, ich mach richtig Schaden, das ist total geil. Hier, komm. Auch ein paar XP bekommst. Peaks. Nur ein paar, nicht so viel. Wir wollen nicht übertreiben. So, Klammer eben. Heilmittel bitte. Danke. Jetzt kommt Aura nochmal ran, dann haben alle was davon. Farewell. Genau. Hier einfach so viel Schaden nach. No time to waste. Let's go. Das Grinden geht weiter hier. Sehr schön. Na, mach auf. Level 4, Level 4. Och. Och. Ich meine, ich weiß noch nicht, was Glück macht. Ich weiß nur, ich habe extrem wenig davon, also von diesen Steroiden. Ich kann dauernd Dinge am Plätze freizuschalten für Glück, aber ich bekomme einfach per se kein Glück. Zack. Ich weiß nicht, was ich dort machen soll. Das ist das Problem einfach hier. Hast du? Nee, hast du gar nicht sowas. Oh. Was soll der Käse? Oh ja. Nimm mal den. Denn ich weiß, der ist anfällig gegen blind. Und vielleicht noch andere Dinge, aber nein, ich glaube. Nichts passiert. Natürlich traurig.
Weg mit deiner Kraft. Ich versiegel sie. Und ganz ehrlich, vorher waren es immer so regulär 4.000 bis 5.000 Schaden bei Auron. Jetzt sind es immer Maximum. Einfach so. Mann, Mann, Mann. Das ist schon nicht schlecht. Zack. Hat noch ein Biom aufgefangen. Auch schon einige, glaube ich, davon. Hm, gibt so schon viel XP. Ja, ja. Ah. Da hinten muss ich hin. Och, komm schon. Okay, er will nicht. Finde ich gut. Looks like the far plane. Close enough. Das wollte mir jetzt sagen, echt. Dafür ist das Ganze unterbrechen. Oh Mann. Aber schon komisch, wir haben doch eben eine ganze kaputte Stadt gesehen und so weiter. Jetzt haben wir hier bloß ein Meer. Und einen Pfad auf dem Meer. Aber den Fluss an sich gar nicht mehr. Hier, gleich weitermachen. Brauchst noch mehr Angriff. Sicher ist sicher. Haha, 4 Punkte. Das ist echt krass. Aber ich frage mich ja, wann ich hier maximal Leben bekomme endlich. Weil das wird auch langsam mal Zeit. Also ich meine, ich bin noch weit weg von 9.999 Leben. Was ich ganz schön blöde finde übrigens. Ja, der Rest ist wieder handlungsunfähig. Nur die Dreckige was machen, das ist total schlimm. Jedenfalls, ich bin noch weit weg von den vielen Leben. Ich glaube, Auron hat gerade mal maximal 6.000. Oder sogar weniger. Bin mir nicht sicher, ob es aktuell seine Leben sind, seine vollständigen da. Würde er zu Nein tendieren. Triffst du den? Ui. Sehr gut, Kimari. Ja, da kannst du schon mal stolz auf dich sein. Völlig okay. Jedenfalls, Auron hat maximal... Ja. 5.491. Also, doll ist nicht. Und dagegen Lulu ist ganz, ganz traurig, weil es auch eh nichts machen konnte. Tja. Aber ich muss da wirklich sehr viel noch grinden, damit ich alle möglichen Dinge kriege bei Auron, um die Leben voll zu kriegen auf 9999, ja. Will ich mir gar nicht vorstellen, was da alles nur die ist noch. Boah, 7.000 Schaden, einfach nur so. Und gerade diesmal ziemlich robust gewesen. Wahnsinn. Komm mal her. Haha. Bob. Und weg. Was? Doch noch nicht. Das ist natürlich hardcore. Komm, Lulu. Weil du ganz dringend XP brauchst für einen neuen Level und so. 40. Hier. Das ist mein Overkill. 40 Leben hat er noch gehabt. Naja. Kamelisch Spanisch, wo er noch gelebt hat, der Typ. Das ist echt total geil. Ich meine, ich habe ja alle Punkte auf einmal ausgegeben hier. Metall? Mental, nicht mental, ja. Ich habe echt gewartet, bis ich wirklich fertig habe im Grinden, habe dann ganzen Punkte auf einmal investiert und dann entsprechend sieht man den Schritt vom Schaden hier noch sehr, sehr, sehr viel deutlicher. Und das ist einfach total krass. Wie ich jetzt einfach alles kaputt mache. Und auch auf jeden Fall, weil er Durchschlag hat noch dazu. Der Rest ist ja eher so, naja, gerade. Bom. Und Wack hat er auch, ich glaube, gar nichts dazu bekommen, Angriff, weil er eben auch nicht weiterkam mehr in seinem Dingens. Farewell. Wobei, ich glaube, nee, Wack hat noch. Nur ganz wenig Punkte noch, ne? Na gut, 7. Na. Da braucht er jetzt nicht so viel zur Strecke beigetragen, nehme ich an, auf einem anderen Baum. Immer drauf an, warte mal. Ganz kurz. Ja, immer noch 50. Vorher waren ja die anderen beiden 50 unterwegs gewesen. Jetzt sind bei 70 beide. Die haben gut 20 dazu gekriegt, fast an Angriffskraft. Auron und T-Düssel. Geil, ne? 5. 27. Wo ist denn Lulu? Auch 5. Also offenbar der Mindestwert. Ich hab doch schon gegrindet. Ich brauch das jetzt nicht mehr zwingend. Willst du nochmal sagen? Ist das hier eigentlich Magieangriff? Weil es immer so wenig abzieht, bloß. Ob ich da noch mehr machen könnte, weiß ich nicht. Okay, ich warte kurz. Ich bin gleich da für dich.
Nimm das. See ya. See ya. Ich könnte immer noch grinden, wenn ich wollte. Nur so fürs Protokoll, ne? Kann man gleich wieder ausgeben, das Ganze. Vor allem, wenn eine Geschwindigkeit ist ganz wichtig. Ich finde es sehr gut, dass ihr jetzt auch ein bisschen Geschwindigkeit dazu bekommt. Aber Geschick 31. Er ist schon fast so schnell wie Wacker tatsächlich. Krass. Gegen Fick, dass er jetzt aufholen konnte. Er ist schneller, genauso wie Kimari. So, ich habe nur ein ganz bisschen was gemacht auf dem Baum von Kidos. Echt nicht schlecht. Nein. Ja, komm, ein Angriffspunkt. Sogar zwei. Ha! Nimm das Spiel. Das habe ich ja. So, im Status gucken hier. 46. Hä? War es eben auch. Hä? Es war irgendwie 44 gewesen bei ihm oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ah. Toll.